Und wenn wir schon mal hier sind, dann schnappen wir uns natürlich auch den Professor Dr. Till Richter und dann kann er euch hier mal einladen und was zu seinem Haus hier sagen. So, hallo, ich bin Till Richter. Tag, heute ist Donnerstag, der 12.05.2016 und ich wollte um 9.30 Uhr, nein, um 9.30 Uhr wollte ich bei Jens sein oder will ich bei Jens sein. Um 8.30 Uhr wollte ich im Auto sitzen und losfahren, damit ich um 9.30 Uhr bei Jens bin. Und es wird euch überraschen, aber es ist 8.41 Uhr, ich bin also spät dran. Ich hoffe nur, dass ich nicht noch tanken muss, bin mir aber nicht so sicher. Deswegen geht's jetzt los. Ich fahre jetzt hier Jens, dann fahren wir nach Wolgast, dann haben wir einen Termin mit unserer Anwältin wegen dem Termin bei Gericht in Rostock morgen. Und dann schauen wir mal weiter, aber jetzt fahre ich erstmal los. Übrigens ist heute der 12. Mai. Und heute vor 75 Jahren hat Konrad Zuse den Z3 vorgestellt, den ersten funktionierenden Digitalrechner, also Computer. Deswegen streichelt alle mal euren Computer und sagt Happy Birthday. Angst, die kommen zu spät. Noch 3 Minuten Zeit. Kann ich auch ein Nickerchen machen. So schnell kann es gehen, jetzt sind wir schon in Wolgast. Hallo Jens übrigens. Du hast eine halbe Stunde wieder rausgeschnippelt. Ja. Nee, gar nicht, aber ich habe zwischendurch ja nur Schnittmaterial gehabt. Genau, lauschige Landschaft. Eben. Na hier, Mikrofon-Akku, weißt du, also Kamera geht noch. Habe ich auch einen Ersatz bei, Mikrofon-Akku hat aber keinen Ersatz bei. Ja. Der hat irgendwie auf einmal einen AI-Fehler rausgeschnitten. Ja. Also. Den macht meine auch öfter. Ja. In letzter Zeit. Mit Schafi schaffen. Das geht immer erst los, wenn ich Action sage. Nicht Action rufe. So, wichtige Termin erledigt. Jetzt trinken wir erstmal ein Käffchen. Jens, wie findest du eigentlich das neue Instagram-Logo? Mario hat gerade gesagt, ich darf sagen, dass es mir scheißegal ist. Weil es ist mir eigentlich auch scheißegal. Ja. Darf ich kurz meine Hammer-Analogie bringen? Bitte. Ne? Also prinzipiell ist mir das ja völlig egal, ob der Hammer einen roten oder einen gelben Stiel hat. Hauptsache, ich kriege einen Nagel in der Wand, ne? Und so ist das bei der Geschichte genau. Auch. Ja. Dann muss ich halt einfach nur dran gewöhnen, dass es anders ist und dass man den richtigen Button trifft, wenn man Instagram aufrufen will. Und ich gucke ja auch nicht das Display an und sage, oh, guck mal, wie schön das Instagram-Logo ist, ne? Nein, ich weiß, ich gehe zu Instagram, dann klicke ich darauf. Prinzipiell haben sie es wahrscheinlich auch nur geändert, damit die ganzen Social-Media-Heinis was zum Aufregen haben. Ja, sie kriegen auf jeden Fall wieder jetzt ordentlich Werbung. Damit jeder, der sonst keinen Post absetzen kann in seinem Social Media Marketing Ratgeber Blog, dass der noch was hat, um noch einen Post rauszuhauen. Ja. So 300 Wörter gegen Instagram. Ich habe gerade eine neue Facebook-Seite angelegt mit dem Namen Mario Thiel, Person des öffentlichen Lebens. Und habe den Jens jetzt dazu verdonnert, dass er was Nettes über mich schreibt. Das Problem ist, ich gucke jetzt gerade nicht rauf und ich weiß, dass es nicht so nett sein wird. Ey. Alte Schelm. Doch, ich weiß, dass er nett schaut. Kann mir ja durchaus mal eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ne? Hier, über Mario Thiel steht, Mario Thiel ist ein echter Prominenter oder eine berühmte Persönlichkeit. Na, da danke, ja, du kannst vielleicht so drin stehen lassen. Ja, aber dann müssen wir anhaken hier, da müssen wir antüdeln. Ich habe jetzt mal die Kamera genommen, weil mit ihm wird das sowieso nichts. Nie. Jens, was ist das? Das sind die Bacteria Art von Wolfgang Ganter. Das läuft wie folgt. Der Wolfgang Ganter, der nimmt Diapositive, also Dias im Rahmen, ja, und infiziert die mit Bakterien und lässt dann die Bakterien arbeiten. Nicht ja. Am Hund, am Kunst. Ein Glück. Ne? Ein Glück, ja. Dann scannt er bzw. fotografiert er die fertigen Dias und macht dann draus
Rohdateien, um sie dann im Digitaldruck vergrößern zu können. Ja. Und mit diversen Megapixeln deswegen, damit halt praktisch auch die Details zu sehen sind. Mhm. Also mit Mikroskop und Kamera und ganz wilde Technik, also ganz High-End-Technik eigentlich. Und dann macht er praktisch diese Drucke, Digitaldrucke, in diesen extrem hohen Auflösungen. Mhm. Und dann zieht er nochmal so eine Epoxy-Schicht oben drüber, damit die auch halten. Damit das, ja, resistent ist und schön hochglänzend. Und dann, zum Beispiel hier hinter, hier, da hat er natürlich nicht das Originalbild genommen und hat mit Bakterien infiziert, sondern hat von dem Bild erstmal eine Aufnahme gemacht auf, ja, Dia, und hat dann dieses Dia infiziert mit den Bakterien, ja, und dann arbeiten lassen, und dann kam dann dieser Druck dann im Endeffekt zustande. So, aufmerksame Zuschauer von diesem Vlog werden wissen, wo wir sind. Wir sind im Till-Richter-Museum Schloss Bogenhagen. Und wenn wir schon mal hier sind, dann schnappen wir uns natürlich auch den Professor Dr. Till Richter, und dann kann er euch hier mal einladen und was zu seinem Haus hier sagen. So, hallo, ich bin Till Richter. Wir stehen hier in der Halle vom Museum vor Werken von Axel Anklam, die wir von der Sammlung Frisch aus Berlin geliehen bekommen haben. Dieses rote hier zumindest, und dann noch weitere Werke auch. Und Axel Anklam ist unsere Hauptausstellung hier auf der sogenannten Mainstage im Erdgeschoss. Zusätzlich gibt es noch einen preisgekrönten Film von Steve Billig aus New York zu sehen, heißt Native New Yorker. Oben haben wir eine Ausstellung von Katharina Belkina, russische Künstlerin, Aktfotografie, ganz hervorragend. Und dann natürlich noch über drei Räume unseren Beitrag zum Imprinting History Projekt mit dem Museum in Peenemünde, mit Gregorio Iglesias Mayo und Miguel Aragon aus New York. Sehr gut, vielen Dank. Und unten in der Beschreibung zum Video sind natürlich Links, Telefonnummern, alles hinterlegt. Also schaut ruhig vorbei, es lohnt sich auf alle Fälle. Boah, hier kann man es aushalten. Könnte ich jetzt den ganzen Nachmittag sitzen. Ist echt sehr schön hier. Allerdings muss ich noch so 7 bis 8 Videos schneiden. Und ich will heute so weit wie möglich kommen. Also ich möchte mindestens 5 heute fertig kriegen. Und so kurze Videos, wie ich die letzten Tage aufgenommen habe, sorry dafür, sollte das auch klappen. Ich muss los, ich muss arbeiten. Der Scheiter, jetzt halt mich nicht auf. Nein, es war sehr schön. Ich würde gerne hier länger bleiben, habe ich vorhin schon mal in der Kamera gesagt. Running Gag. Tschüss. Bis morgen. In dem Sinne, geht's. Sicher, wo er jetzt lang will. Links oder rechts? Ich würde ja vermuten links, weil die Rede würde sagen, wo der so steht, aber ja, man weiß es nicht, ne? Ja, mehr wird heute nicht mehr passieren. Ich setze mich jetzt gleich an den Rechner, und morgen muss ich dann ganz früh raus. Dann geht es nach Rostock. Um 7 muss ich bei Jens sein. Bin tatsächlich schon am Überlegen, ob ich noch früher aufstehe als nötig und die Drohne einpacke. Aber ich kann nichts versprechen. Alles in allem bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Und nicht vergessen, Till Richter Museum, ja, Schloss Bogenhagen. Wenn ihr hier auf der Insel seid oder hier in der Nähe seid, schaut auf alle Fälle vorbei. Sehr, sehr gut. Und wenn der Professor Dr. Till Richter die Führung macht, ist das sowieso sehr unterhaltend. Er ist eine Marke. Nur so viel. Gut, also bis dann. Tschüss. Ich mag solche Kugeln. Müssten noch mehr spiegeln, aber ansonsten, ich mag solche Kugeln echt sehr gerne. Ich glaube, das wird unser Thumbnail.